Aber bitte, es tut echt langsam weh. Schlechte Umfragewerte, der Streit um den Rauswurf von Andreas Kalbitz. Die AfD ist seit Monaten im Krisenmodus. Das soll sich nach dem Willen der Parteistrategen schnell ändern. Sie wollen die Corona-Pandemie nutzen, um in neue Wählerschichten vorzudringen. Kein Wunder also, dass sich die AfD-Abgeordneten in den vergangenen Tagen im Bundestag lautstark bemerkbar machten. Angefangen hatte es am Mittwoch während der Regierungserklärung von Angela Merkel. Die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen, sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Es gibt insbesondere... Haltet mal die Klappe und hört zu! Dabei war die Ausbreitung des Virus für die AfD zuletzt kein Gewinnerthema, denn ihre Anhängerschaft ist beim Umgang mit der Pandemie gespalten. Von kompletter Ablehnung bis hin zu großer Unterstützung für die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Die Reaktion auf das Dilemma, ein Versuch jetzt in neue Wählerschichten vorzudringen, die den Corona-Maßnahmen skeptisch gegenüberstehen, bisher aber keine AfD-Anhänger waren. Einen Antrag der Fraktion, einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Pandemie einzurichten, lehnte der Bundestag in einer Abstimmung am Freitag mit 519 gegen 75 Stimmen ab. Die AfD hatte argumentiert, die Bundesregierung habe durch den im März 2020 angeordneten Lockdown massiv in die grundgesetzlich geschützten Rechte der Bürger und der Wirtschaft eingegriffen. Infolgedessen bestehe ein großes öffentliches Interesse an der Aufklärung des Sachverhalts. Auch den letzten Punkt der Sitzungswoche hatte die AfD auf die Agenda gesetzt. Die Partei wollte über Lehren aus den Attentaten in Frankreich diskutieren. Philipp Amthor, einer der letzten Redner, teilte am Ende nochmal kräftig gegen die AfD aus, unter großem Protest der Partei, versteht sich. Ihnen geht es eigentlich nicht um Frankreich. Und Ihnen geht es eigentlich auch nicht um den Lehrer Samuel Paty. Und lieber Herr Baumann, Sie haben sich jetzt groß auf ihn berufen, aber liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage Ihnen auch, dieser liberale, aufgeklärte, moderne französische Lehrer, der dem islamistischen Terror zum Opfer gefallen ist, der würde sich schämen, von Ihnen instrumentalisiert zu werden. Und auch das ist ein Signal, was wir heute senden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, die die vergangenen Sitzungen zum Teil bis in den späten Abend hinein geleitet hatte, war nach Amthors Rede der Moment gekommen, die AfD inständig um Mäßigung zu bitten. Können Sie mal ein bisschen die Lautstärke nach unten? Das ist echt anstrengend nach so einem ganzen Tag. Einfach ein bisschen. Ich bin nicht gegen Zwischenrufe, das wissen Sie, da gehöre ich auch dazu. Aber bitte, es tut echt langsam weh. Ja, lebhaft kann man ja sein, aber da muss man nicht so schreien. So. Und tatsächlich schienen sich die AfD-Abgeordneten danach zu beruhigen. Zumindest gab es keine Unterbrechungen mehr wegen wüster Zwischenrufe. Am 4. November kommt der Bundestag wieder für eine Fragestunde der Bundesregierung zusammen. Von den insgesamt 79 eingereichten Fragen kommen 14 von der AfD. Die meisten Fragen, insgesamt 36, haben die Grünen eingereicht.